Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Wir haben heute einen weiteren Weltauftrag vor uns, und zwar den Weltauftrag Ein Brief. Geh zum Forschungsinstitut Fontaine. Im Forschungsinstitut Fontaine bist du ein weiteres Mal auf Yaune getroffen. Ja, also diese eine Mitteilung, eine Bagatelle, ein Stempel, jetzt ist es ein Brief. Also unsere Weltauftragsserie mit Yaune geht offensichtlich weiter. Und diesmal ist es eben im Forschungsinstitut Fontaine. Und ich glaube, man muss aber vorher den Weltauftrag vom Forschungsinstitut Fontaine abschließen. Die Chroniken des Forschungsinstituts Fontaine muss man dafür, soweit ich weiß, vorher abgeschlossen haben. Und logischerweise auch die anderen drei Weltaufträge, die ich gerade schon erwähnt habe. Wie ich zuvor betonte, lieber Gestionär, so sind die Regeln, da lässt sich nichts machen. Herr Royalte hatte tatsächlich eine Liste der benötigten Dokumente geschickt. Ich habe diese Dokumente auch vorbereitet. Aber du kannst nicht einfach herkommen und die Dokumente abholen. Das ist nicht mit den Regeln des Postversands vereinbar. Hä, Yaune? Hallo, Yaune, du siehst gut aus. Hallo, das ist alles der Hilfe von Herrn Royalte und Herrn Semaine zu verdanken. Yaune, du kennst Spielestyler? Ja, natürlich. Hat mir früher sehr geholfen und ohne ihn könnte ich sicher nicht weiter für die Maison Gestion arbeiten. Wirklich, das ist eben der ehrenamtliche Spitzenforscher des Forschungsinstituts Fontaine. Ich bin ziemlich gut darin, moralische Unterstützung zu leisten. Wie dem auch sei, ohne deine Unterstützung zu der Zeit hätte ich, da bin ich mir sicher, nicht durchgehalten. Ich habe von Herrn Choiseul gerade gehört, dass du jetzt ehrenamtlicher Spitzenforscher bist. Klar, ich habe auch eine Verdiensturkunde. Wir haben sogar Fotos davon gemacht. Paimon ist auch auf dem Foto. Aber leider hat Paimon keine Verdiensturkunde. Das stimmt. Aufgrund der früheren Leistungen von Spielestyler hat das Forschungsinstitut ihm den Titel ehrenamtlicher Spitzenforscher verliehen. Was die Art der Leistungen angeht, dazu kann Spielestyler dir später selbst was erzählen. Jetzt sollten wir wieder zur Sache kommen. Was das Dokument angeht, so kann ich es dir im Moment wirklich nicht geben, Yaune. Aber du hast vorhin gesagt, du wolltest, dass ein Forscher dich in die Nähe des Forschungsinstituts Fontaine führt, um Fotos zu machen. Das ist absolut in Ordnung so. Ich denke, Spielestyler ist gut für den Auftrag geeignet, er kennt das Terrain hier sehr gut, deshalb wird er den Auftrag gut erledigen können. Wie denkst du? Kein Problem, ich kümmere mich darum. Du bist so nett, ich bin beruhigt, dich bei mir zu haben. Als ich hierher kam, sah ich entweder außer Kontrolle geratene Mecher oder Monster überall um mich herum. Aber es geht nicht hauptsächlich ums Fotografieren, wirklich, Herr Choiseul. Yaune, ich würde dir gerne helfen, aber die Regeln erlauben es nicht, da kann ich auch nichts machen. Also lass mich einen Verwaltungsbeauftragten, der nur stempeln darf, einfach in Ruhe damit, ja? Geht klar, dann gehe ich zurück und bespreche das nochmal mit Herrn Royalte. Auf Wiedersehen, Herr Choiseul. Schönen Tag noch. Vielen Dank, ich wünsche dir eine schöne Zeit im Forschungsinstitut Fontaine. Dann führe mich bitte. Gehen wir zuerst zum Mary Ann Gedenkpark. Okay. Der ist ganz schön weit weg. Dieser Aufwand Vorrichtung scheint aus der Kontrolle geraten zu sein. Ist mir gleich aufgefallen, dass ich angekommen bin. Um ihn auszuweichen, habe ich extra einen langen Umweg genommen. Forschungsinstitut lässt sich hier einfach außer Kontrolle geraten. Ja, so ist das halt. Hier ist also der Mary Ann Gedenkpark. Sieht überhaupt nicht wie ein Park aus. Herr Royalte muss enttäuscht sein. Er wollte ebenfalls jemanden hierher einladen, um einen Vortrag zu halten. Wenn man sich die Umgebung ansieht, dürfte ein Vortrag unmöglich sein. Außerdem gibt es hier kein Wahrzeichen für ein Gruppenfoto. Du kannst ein paar Mecher fangen und das Souvenir mitnehmen. Hahaha, du bist lustig. So etwas kann ich nicht in der Maison Gestion platzieren. Selbst wenn ich einen Mecher zurückbringe, muss ich ihn bewerten, archivieren, sortieren und versiegeln. Ja, das war nur ein Witz. Plötzlich geht es schon wieder um Arbeit. Apropos archivieren, ich habe das Dokument noch nicht erhalten. Herr Royalte wird sicher wieder Kopfzerbrechen deswegen haben. Macht Choiseo ihr Schwierigkeiten? Er hat mir keine Schwierigkeiten gemacht. Mein Antrag war etwas gegen die Regeln. Es ist normal, dass er damit nicht einverstanden ist. Die Situation ist folgende. Das Forschungsinstitut Fontaine plant den Wiederaufbau, oder? Einige der Materialien und der personelle Einsatz müssen über die Maison vermittelt werden. Da die Maison diese Angelegenheit ernst nimmt, hat der Royalte eine Expeditionsgruppe organisiert, die in der Nähe des Forschungsinstituts eine Felduntersuchung durchführt. Herr Royalte blieb in der Maison, um das Team zu zählen, und ich ging zum Forschungsinstitut, um den Empfang zu koordinieren. Zufällig wollte das Forschungsinstitut einen Antwortbrief an die Maison schicken, und ich dachte mir, da ich bereits hier war, könnte ich den Brief inzwischen ja wieder mitbringen. Aber Herr Choiseul sagte, dass dies gegen die Regeln sei und dass der Brief auf keinen Fall an mich übergeben werden könne. Gegen die Regeln?
Was ist das für eine Regel, die da verletzt würde? Gibt es eine Regel für das Abholen von Dokumenten? Oha, ist das wieder so eine Situation, in der du rumläufst, um Stempel zu sammeln, nach Leuten zum Unterschreiben fragst und dann jemanden zuhören musst, der über einen Haufen Sachen redet? Kurz gesagt, der größte Teil des offiziellen Briefverkehrs innerhalb der Maison muss per Briefzustellung gesendet und erhalten werden. Wie sieht es aus, wenn die Abteilung, an die der Brief geschickt werden soll, nur eine Straße weiter ist oder wenn er einfach an einen Nachbarn geschickt wird? Auch das muss per Brief zugestellt werden. Dadurch soll die Verfolgbarkeit des gesamten offiziellen Briefverkehrs innerhalb der Maison sichergestellt werden. Was für ein Aufwand. Ich denke, die Menschen sind an diese lästige Regel gewöhnt. Egal, reden wir nicht darüber. Wir gehen zum nächsten Ort. Lasst mich mal das Memo anschauen, das Herr Royalte für mich geschrieben hat. Dieser Ort heißt Akademische Versammlungshalle des Forschungsinstituts Fontaine. Seltsam, ich habe kein Gebäude mit einem solchen Namen gesehen, als ich hierher kam. Ich kenne den Ort, komm mit. Du bist so zuverlässig, du bist wirklich so zuverlässig wie immer. Ohne dich kann ich gar nicht arbeiten. Dann gehen wir mal los. Vielleicht gibt es hier noch mehr außer Kontrolle geratene Mecher. Erstmal teleportieren, die paar hundert Meter. Ist hier die akademische Versammlungshalle des Forschungsinstituts Fontaine? Ich gebe zu, das Gebäude sieht aus wie eine Versammlungshalle, aber ich sehe wirklich nicht, was das mit akademischen Organisationen zu tun hat. Das Akademische befindet sich in den Köpfen der Forscher. Na gut, zum Glück bin ich heute nicht wegen der akademischen Fragen hier. Auf jeden Fall sieht das Gebäude relativ intakt aus. Intakt zu sein ist das einzig Gute daran. Kommt, wir gehen ein bisschen in der Umgebung spazieren. Ich glaube, das ist ein guter Platz für ein Gruppenfoto. Ich muss erst einen guten Winkel zum Fotografieren finden, sonst werde ich wieder unruhig, wenn Herr Royalte mich fragt. Kannst du ein paar Fotos für mich machen? Ich habe gehört, dass du gut fotografieren kannst. Du bist darin auf jeden Fall besser als ich. Ich werde das übernehmen. Okay. Waren wir hier eigentlich schon mal drinnen? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall habe ich keine Ahnung, wie man da reinkommt. Offensichtlich müssen wir da rein. Ich glaube, ich bin genau auf die falsche Seite gelaufen. Absoluter Klassiker. Das einzige Gebäude, das nicht komplett zerstört ist, das heißt, du kannst nicht von jeder Seite einfach reingehen. Aber anscheinend kann man... Oh, kann man was reinklettern? Nope. Oh. Okay. Stabilize. Experimenteller Feldgenerator. Ist das jetzt ein wirkliches Monster oder ist das jetzt einfach nur ein Questgegner? Das ist jetzt die Frage. Oh, okay. Ach, das ist wirklich der Boss, lol. Ach so, oh ja, man sieht sie auf der Karte. Elomeo. Mein Fehler. Das ist in Ordnung. Hä, hast du die Fotos schon gemacht? Ja. Oh Mann, das ist so hoch. Meinst du damit das akademische Niveau des Forschungsinstituts? Nein, ich meine die Höhe hier. Allerdings war einst auch das akademische Niveau des Forschungsinstituts sehr hoch. Aber jetzt? Wer hätte gedacht, dass dem Forschungsinstitut so viel Unglück passieren könnte? Ich frage mich, ob der Wiederaufbau problemlos verlaufen kann. Die letzte Station ist das Repräsentanzbüro des Forschungsinstituts Fontaine zur Eignungsprüfung. Unglaublich, du kannst es in einem Rutsch aufsagen. Danke für das Kompliment. Aber wo ist dieser Ort? Ich habe das Büro im Forschungsinstitut nicht gefunden. Heißt der Verantwortliche des Büros Desnos? Ja, genau. Kennst du diesen Ort etwa auch? Kein Wunder, dass du der ehrenamtliche Spitzenforscher des Forschungsinstituts bist. Du bist der Alleswisser des Forschungsinstituts. Oh, Palmer hat sich auch daran erinnert. Es ist das Büro in den Ruinen, oder? Wenn das als Büro bezeichnet werden kann...
Vielleicht hat Herr Desnos all das drumherum vorerst weggelassen, um dir das Verständnis zu erleichtern. Bitte zeige den Weg. Ich muss zu Herrn Desnos gehen, um einige Dokumente zu holen. Danach kann ich zurück zur Maison gehen und meinen Auftrag abschließen. Heute läuft es wirklich gut. Ich kann mich bald wieder ausruhen. Das Forschungsinstitut Fontaine ist wirklich anders als... Ich habe nichts gesagt. Okay, zurück zu Desnos. Mein Gott, hoffentlich kommen diese Mecher nicht zurück, um Böses zu tun. Jaune, wie bist du hierher gekommen? Herr Royalte hat mich hierher zur Untersuchung geschickt. Ich bin vorbeigekommen, um dich zu besuchen und dir Kaffee zu bringen. Aber ich muss sagen, die Umgebung, in der du arbeitest, ist ziemlich mörderisch. Ich hätte gedacht, dass das Büro wenigstens einen richtigen Raum hätte. Lieber Jaune, danke für deinen Kaffee. Und was diese Arbeitsumgebung angeht, ich bin schon zufrieden. Wenn du dich hier nochmal umschaust, habe ich wenigstens eine intakte Decke. Bist du immer noch für die Eignungsprüfung verantwortlich? Nein, ich sollte dich wohl ehrenamtlichen Spitzenforscher nennen. Wie schön, dich zu treffen. Jaune, warum siehst du so traurig aus? Was ist denn passiert? Ah, die Sache ist so. Jaune erzählt traurig, was vorher passiert ist. Och, ist dieser Brief ein wichtiges Geheimdokument? Nein, in diesen Briefen steht normalerweise sowas wie Verstehe. Kein Problem. Ich weiß es nicht. Maximal werden sie an andere Abteilungen weitergeleitet, um die Mitarbeiter wissen zu lassen, dass etwas Beachtung verdient. Ach so, kein Wunder, dass ich auch diesen Brief bekommen habe. Schau mal, ist es der? Was? Herr Choisiol hat mir vorhin gesagt, dass er ihn noch nicht abgeschickt hat. Ach so, ich sehe. Er meinte damit, dass die externen Briefe nicht verschickt worden sind. Ach, er hat schon wieder nicht alles gesagt. Die Menschen vom Forschungsinstitut Fontaine, immer noch gut darin, anderen Kummer zu bereiten. Nach deinem Gesichtsausdruck muss das das Dokument sein, um das du gebeten hast. Und ich habe es schon mehrmals gelesen. Es ist genau dasselbe Dokument wie das von dir Erbetene. Aha, du hast scharfe Augen. Jaune, die Briefe, die Choisiol verschickt, müssen alle genau gleich sein. Also, warum nimmst du nicht einfach dieses Dokument von mir zurück? Hä? Moment, wenn die Jaune das Dokument mitnimmt, dann hast du es ja nicht mehr, oder? Schau mal meine Adresse an. Niemand interessiert sich dafür, dass ich versehentlich einen unentbehrlichen Brief verloren habe. Damit ist die Sache erledigt, oder? Schau. Ich trinke deinen Kaffee nicht umsonst, Jaune. Nein, Herr, ich werde das nicht tun. Das ist gegen die Regeln. Ich werde zurückgehen und den Brief auf offiziellem Weg erwarten. Mensch, Jaune, das Gehirn kann auch mal flexibel sein. Du musst doch kein Idiot sein. Warum musst du dich so sehr quälen? Wer weiß, wann dieser Brief bei dir ankommen wird. Hole den Brief früher, dann kannst du früher anfangen, die störenden Sachen zu erledigen. Nein, Herr, ich danke dir für deine Freundlichkeit. Ich werde nicht gegen die Regeln verstoßen. Meine Pflichten zwingen mich dazu. Herr Desnos und Paimon, ich werde jetzt gehen. Herr Royalte wartet auf meinen Bericht. Jaune zieht schweren Fußes von dannen. Ah, dieser Idiot Jaune ist echt festgefahren. Jeder versucht, sich die Arbeit zu erleichtern. Warum muss er sich also selbst so quälen? Außerdem ist das doch keine große Sache. So ist sein moralischer Charakter. Das ist bewundernswert, aber auch beängstigend. Kein Wunder, dass er in der Maison nicht viele Freunde hat. Nur Herrn Royalte und Herrn Semaine, die mit ihm verkehren. Ich bin auch sein Freund. Paimon auch. Aha, dann ist er gut. Du kannst oft zu ihm gehen und mit ihm reden. Ich finde immer, dass Jaunes Laune von Tag zu Tag schlechter wird. Was die Briefe angeht, so werde ich mich darum kümmern. Ich werde gleich zu Herrn Choisiol gehen und ihn bitten, mir den Auftrag zu erteilen, den Brief zu verschicken. Wenn er es mir verspricht, werde ich den Brief so schnell wie möglich an die Jaune schicken. Naja, mit einem Idioten befreundet zu sein, macht mein Leben halt schwer. Hui. Ein Brief abgeschlossen. Let's go. Ich vermute mal, das war noch nicht das Ende, aber ich schätze mal, wir müssen auf den Daily Reset warten bis zur nächsten Quest. Deshalb sage ich danke euch wie immer vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar und auch ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin, haut rein, macht's gut und ciao, ciao. Thank you.